Lebenslang jung aussehen, das ist eine Videoserie, die wir schon seit Monaten weiter verfolgen. Wir haben jetzt über 100 Videos gedreht, davon sind einige zu diesem Thema. Heute unsere Folge zwischen 55 und 65 Jahre. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth, ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth-Praxis hier im Kompetenzzentrum in Salzburg. Beim lebenslang jung aussehen geht es natürlich um Ausgangslage. Wo komme ich her, wo will ich hin und wo stehe ich jetzt? Bei 55- bis 65-jährigen Patientinnen und Patienten ist natürlich, was die Ausgangslage betrifft, schon sehr viel passiert. Wir haben einerseits unsere Erbanlagen. Der eine hat ein Doppelkinn, der andere hat keines. Das heißt, das ist einfach angeboren, da kann ich nichts tun, ich kann es dann entfernen. Was man sehr wohl was tun kann, ist der Lebensstil. Das heißt, habe ich geraucht, bin ich in diesen 55 bis 65 Jahren mit meiner Gesundheit sorgsam umgegangen? Habe ich Gewichtszu- und Abnahmen gehabt, stärkere? Wie oft war ich in der Sonne? Habe ich einen Sonnenschutz verwendet? Das sind Dinge, die sich die Haut ein Leben lang merkt. Dieses Merken akkumuliert sich. Am Ende hat die Haut einen großen Band an Text praktisch bekommen. Am Anfang mit 20 hat es nur ein kleines Büchlein und am Ende ist es halt dann ein mehrbändiges Werk, was die Haut zu spüren bekommen hat. Das heißt, alles, was sich im Laufe des Lebens ereignet hat, hat für die Haut, für das Hautbild sich eingegraben. Und im schlimmsten Fall ist es auch nicht so besonders gut ausgegangen. Ich habe einmal eine Patientin gehabt zum Facelift mit 61 Jahren und sie ist zu mir gekommen und sie hat müde ausgesehen, alt ausgesehen. Sie hat erzählt, sie hat geraucht ein Leben lang und hat auch deutlich Gewicht zugelegt gehabt. Und sie erzählte mir vor der Operation, Sie werden es jetzt nicht glauben, Herr Doktor, aber ich war mal Miss Germany. Und das hat mir schon im Herz einen Stich gegeben, weil einmal Miss Germany gewesen zu sein und dann mit diesem Geschenk, das man bekommen hat, nämlich dass man so gut aussieht, nichts damit anzufangen, dann ist es schon etwas, was man eigentlich ein Geschenk, das man nicht angenommen hat. Ich habe sie operiert, also sie war weit entfernt, auch nach meiner Operation, wie eine Miss Germany auszusehen. Wenn man so spät beginnt, etwas zu tun für seine Haut, so kann der plastische Chirurg auch leider keine Wunder mehr wirken. Das heißt, ich kann eine Verbesserung erreichen, aber dieses große Geschenk, das ist eigentlich schon vergeudet gewesen. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch rechtzeitig beginnt, auf seine Haut zu achten. Und wenn man dann mit 55 bis 65 zu mir kommt, dann gibt es natürlich mehrere Methoden. Die wichtigste dabei ist die plastische ästhetische Chirurgie. Bei der plastischen ästhetischen Chirurgie der wichtigste Teil und die Königsdisziplin ist das Facelift oder Fächer-Facelift und das Halslift und die Lidkorrekturen. Das ist oft eine Herausforderung, weil viele Patientinnen kommen zu mir und erwarten sich, dass Unterspritzungen alles richtig machen können und dass sie dann ein paar Einspritzungen sie 10, 20 Jahre jünger erscheinen lassen. Das stimmt leider nicht. Wichtig ist, dass die überschüssige Haut, die sie natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer mehr abgesunken ist, dass die sich nicht selber zurückbildet, sondern dass wir sie entfernen, dass wir die Haut wieder straffen, dass wir eine gute Ausgangslage haben. Auch wenn um den Mund herum die Falten sehr tief, zum Beispiel vom Rauchen, eingegraben sind, so kann man sie nicht unterspritzen, sonst würde man ein viel zu dickes Gesicht haben. Ich sage auch dem Patienten manchmal, wenn sie sehr viel überschüssige Haut hat, man kann sie nicht aufspritzen, sie würden ja dann aussehen wie ein Kugelfisch. Und das sind dann die Polstergesichter, die wir aus den Medien kennen, wo eben dann Stars sich nur aufspritzen lassen, immer breiter werden, die Mimik geht zurück, das sollte man vermeiden. Also da ist es sinnvoll, ein Facelift zu machen. Ich weiß, ein Facelift ist ein größerer Schritt, als wenn ich sage, ich gehe nur zum Unterspritzen. Es ist ein Eingriff, ein operativer Eingriff, man braucht Geduld, man muss vorher von der Anästhesie gut aufgeklärt werden, man geht einfach diesen Schritt gemeinsam durch.
natürlich, aber es gibt kein vergleichbares Ergebnis mit einer anderen Methode, das auch nur annähernd an ein gut gemachtes Facelift heranreicht. Der Vorteil beim Facelift ist, ich habe auch ein lebenslanges Ergebnis, weil die Haut, die ich da entferne, wächst nicht mehr nach, sondern die bestehende verliert zwar an Elastizität, aber das ist normal. Und 80% meiner Patienten sind nach einem Facelift für den Rest ihrer Tage sehr zufrieden. Bei Männern ist es sogar über 90%. Einmal gut gemacht. Und ich habe eine gute Ausgangslage für den Rest des Lebens. Ein Doppelkinn wird sich nicht mehr nachbilden, die Haut wird ein bisschen erschlafft sein, aber ich habe ein gutes, positives Aussehen. Ich habe eine Patientin einmal gehabt, die hat gesagt, Herr Doktor, ich kann mich überhaupt nicht mehr ansehen. Ich habe alle Spiegeln zu Hause entfernt und nach einem halben Jahr nach meinem Facelift habe ich sie gefragt, ja, was ist jetzt mit Ihren Spiegeln? Können Sie sich ansehen? Und dann hat sie mir ganz glücklich geschildert, sie hat sich im Schlafzimmer eine Spiegelschrankwand einbauen lassen. Sie kann sich gut ansehen, sie ist mit sich selber wieder im Reinen, was eben vorher nicht der Fall war. Und das kann ich eigentlich nur mit dem Facelift erzielen. Als plastischer Chirurg ist es für mich auch wichtig, mein Ergebnis erhalten zu können. Und deshalb ersuche ich dann die Patienten zwischen 55 und 65 zweimal im Jahr zu mir zu kommen für Behandlungen mit Filler oder Skinboostern und mit Botox oder Botulinustoxin, weil wir wollen dann dieses Ergebnis, das wir haben, so verbessern, dass es weiterhin gut aussieht, nicht übertrieben aussieht, aber wir wollen nicht, dass sich die Falten wieder eingraben können. Und da ist es eben wichtig, dass man zuerst den operativen Eingriff durchführt und danach das Refinement, das heißt das kleine Ausgleichen, das kleine Verbessern von Details, nicht umgekehrt. Bei jüngeren Patienten kann man zuerst mit der Unterspritzung beginnen oder Hyaluronsäure und Botox und dann eine Operation andenken. Im höheren Alter, wenn die Falten schon tiefer eingegraben sind, ist es sinnvoll, zuerst zu operieren und dann die Feinarbeit durchzuführen. Das wäre mein Teil und wenn man es gut macht, dann ist es so wie bei meiner 65-jährigen Patientin, die zu mir erzählt hat, sie hat sich gerade ihren Pass erneuern lassen müssen und der Passbeamte sieht ihr Foto. Der alte Pass war 10 Jahre alt und der neue Pass, das Foto hat ihn verwundert und er hat gesagt, Hans, Sie schauen doch auf dem Foto jetzt besser aus als vor 10 Jahren. Wie gibt's denn das? Sie hat ihn angelächelt und er hat sich nicht ausgekannt und hat gesagt, naja, jetzt kenne ich mich auch nicht aus, aber das Foto, das stimmt schon irgendwie. Und hat ihr den Stempel hineingeschlagen und den alten Pass dann vernichtet. Also bitte auch beachten, nehmen Sie dann ein neues Hintergrundbild bei WhatsApp. Wenn Sie noch weiteres Interesse haben am dauerhaft jung aussehen, an Facelifts, wir haben sehr viele Videos, mittlerweile über 100 insgesamt. Ich zeige Ihnen natürlich als plastischer Chirurg, der auch begeistert ist vom Facelift, sehr gerne meine Vorher-Nachher-Ergebnisse. Schauen Sie auf unsere Playlist da oben, da finden Sie alles zu diesem Thema und auch zu anderen, das Anti-Aging. Und ich freue mich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und liken. Liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth.